Hallo? Da sitzt jemand. Beim Essen? Ne, beim Essen. Ja. Kleines Update zu meinem Kinevo. Ich habe ein bisschen da was dran umgebaut. Und dazu komme ich mal jetzt. War blöd, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Also, ich habe mal hier eine andere Gabel reingebaut. Da habe ich jetzt vorne eine 29er Lyric reingebaut mit 180 mm. Entsprechend habe ich dann auch ein Vorderrad 29 Zoll eingebaut. Genaue Geometriedaten kann ich hier leider nicht zu nennen, aber ich vermute jetzt mal, dass das Bike grob, was wird es haben, vielleicht 1 Grad, 1,5 Grad flacher geworden ist. Durch die 40 mm mehr am Vorderrad. Und ja, wie es sich fährt, es fährt sich hammergeil. Schön stabil, so wie es eigentlich sein sollte. Tretlager ist natürlich auch höher gekommen. Ich glaube, das habe ich mal gemessen, das müsste, glaube ich, jetzt so 3,55 haben, wenn ich mich recht erinnere, also knapp 10 mm höher gekommen. Ich habe natürlich auch hier bei diesen Einstellungen bin ich auf die High-Variante gegangen von dem Flip-Chip und habe da noch ein RockShox Deluxe, Super Deluxe R eingebaut, den ich, der ist mit 65 mm Hub jetzt. Da haben wir den Spacer rausgebaut, da habe ich jetzt quasi 230 x 65 mm, das müsste am Hinterrad, dann circa ja, 5 bis 8, 9 mm mehr Federweg geben. Merkt man jetzt nicht so arg, aber warum nicht? Wenn es schon da ist, kann man es ja auch machen. Wie gesagt, vorne 29 Zoll, Lenkwinkel ist dann bestimmt jetzt so 1,5 Grad flacher geworden, müsste jetzt vielleicht so bei 63 Grad liegen. Oder 62,5, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fährt es sich mega geil mit der höheren Front und mit dem größeren Vorderrad. Jetzt kann man hier natürlich auch wieder schön Super Techie Reifen fahren von Maxxis dann später. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Fährt sich einfach geil, das Teil. Bremsen ausgetauscht gegenüber normalen Shimanos MT520. Die tun es voll und ganz. Vorne 220er Bremsscheibe. Ja, und auf dem Trail seht ihr das dann. Auf eine geile Abfahrt. Hi. Hallo. Bereich, wenn man hier fährt, erinnert mich immer so ein bisschen an Nauders. Ja, ne? Geht, oder? Ja, denk schon. Diese Bremse macht mich kaputt, ey. Okay.
Puh, ist das geil. Hier rein. Oh, schön auf dem Trail. Bam, 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 bam. Body bad boy. Duck und weg. Ja, es bockt wie Sau. Das ist einfach nur geil. So. Oh, falscher Gang. Kein Wert, wenn die Bremse nicht gescheit bremst, weil das vibriert sich so richtig auf. Wicke? Ja. Experimente, die Dinger sind nicht einfach von außen.